Hallo, mein Name ist Ursula Wagner und ich erzähle euch jetzt, wie alles bei mir anfing. Und zwar gab es bei uns zwischen Wolfratshausen und Geretsried einen ganz kleinen Reitverein, Gut Buchberg, mitten in den Isarauen. Ich wollte immer schon zu den Pferden und wollte reiten und habe lange, lange an meine Eltern hingequengelt, bis sie es dann doch mal ermöglicht haben, mich dort in dem Schulbetrieb anzumelden. Und mit 11 war es dann soweit. Ich habe sehr, sehr spät angefangen zu reiten und bin dann da zu den Schulstunden gefahren, mit Longenstunden ganz normal. Und dann so ging alles weiter. Und ich war sehr lange in diesem Schulbetrieb, bis 15, und habe dort auch bis beide Reitabzeichen gemacht, damals das Kleine, das Vierer und das Dreier, bis es dann so mal losging mit den ersten Reitbeteiligungen. Die erste Reitbeteiligung war ein Haflinger. Dem habe ich angefangen, so ein bisschen zu reiten und auch mal so ein bisschen auf Turnier zu kommen. Reitwettbewerb, E-Dressuren, genau. Und da habe ich eigentlich festgestellt, das will ich. Wenn ich reite, möchte ich auch Turnier reiten. Ich habe eine ganze Zeit lang eben Geräteturnen im Verein gemacht. Da war das Reiten dann mal so ein bisschen hinten dran. Da war das dann mal etwas weniger. Aber auch, weil es in diesem Verein einfach von den Möglichkeiten dann erschöpft war. Und ich so ein bisschen auf der Suche war nach was Neuem. Und dann kamen die anderen Sportarten wieder etwas mehr im Vordergrund. Auch das Kajakfahren. Ich war lange, lange bei den Naturfreunden Wolfratshausen und Kajak gefahren, Wildwasser gefahren. Bis dann mit 17 mein erstes eigenes Pferd kam, die Gaspara, eine ganz verrückte Stute. Und habe ich mir selber gekauft, ermöglicht, habe neben der Schule gearbeitet und habe mich tatsächlich mit der Stute von A bis S hochgeritten. Die Stute war sehr, sehr schwierig, aber ich habe mich durchgebissen. Und dann hatte ich das Glück, nach Gut Adelsried zu kommen, wo Matthias Kempkes war, und habe wirklich mein ganzes Taschengeld und alles, was ich erarbeitet habe, zusammengekratzt, um mir da den Beritt zu ermöglichen und den Unterricht, und habe natürlich da auf vom Feinsten das Reiten gelernt von Matthias. Und da habe ich dann aber auch gleich für mich entschlossen, gut, wenn ich das wirklich zum Beruf machen will, dann muss ich nach Norddeutschland, weil da ist einfach, ich sag mal, die Reiterei zu Hause. Ja, und dann habe ich den Schritt gewagt und bin zu Kasselmann und war dann über 2 Jahre bei Kasselmann auf dem Hof Bereiter. Ich habe schon immer den Traum gehabt, ich wollte unbedingt Grand Prix und auch mal eine Deutsche reiten. Aber mir war immer bewusst, ich bin natürlich auch in einem Land, das natürlich die Reiternation ist und das wahrscheinlich in diesem Leben nicht klappt. Da habe ich mir die Ziele dann anders gesteckt für die Möglichkeiten, die ich auch hatte. Mit Dilencio habe ich vielleicht doch noch mal andere Möglichkeiten, man weiß es nicht. Dein Traum wird wahr. Jetzt habe ich euch was von meinem Weg erzählt und beim nächsten Mal stelle ich euch mein Team vor.